Am 11. Juni 2005 wird die Brücke der Herzen in Berlin eingeweiht. Auf ihr ehren Kinder Erwachsene mit blauen Herzen. Zu den ersten Preisträgern gehören Rolf Zukowski und das Sandmännchen. Ein Zeichen, das in die Zukunft weist. Die Farbe Blau stammt von der Symbolfigur Theo, der nach der Legende aus einer Schreibfeder tropfte, seither durch Bücher geistert und sich bestens in der Welt auskennt. Er wurde 1993 von der Autorin Sylvia Hanisch und dem Grafiker Dieter Trautmann kreiert. Theo verzaubert. Kinder wollen mit ihm spielen, lachen und sie vertrauen ihm Geheimnisse an. Mit Theo wird geträumt, gelesen, gemalt, buchstabiert, ABC Rock'n'Rolled, getanzt, blauer Kartoffelbrei gekocht, genascht und Sport getrieben. Theo stärkt Kinder. Seine Ideen beflügeln Fantasie. Mit seinen Veranstaltungen, Medien und Internetauftritten erreicht Theo Millionen. Am 9.9.1999 stellt er gemeinsam mit 30.000 Kindern und der längsten Kinderhände-Wimpelkette einen Guinness-Rekord auf. Unter der Überschrift Abenteuer Europa mit Theo Tintenklecks treffen sich im Sommer 1996 erstmals Kinder aus 10 Ländern im Eurocamp. Theo motiviert seine kleinen Freunde, sich besser kennenzulernen. Er ruft sie auf, sich ihre Lebensträume zu erzählen und sie zu verfilmen. Im Internet werden sie vorgestellt. 2007 vergibt die Theo Akademie erstmals den Theo Movie Award. Lucy Hawking, Tochter des Astronomieprofessors Stephen Hawking, überreicht einen Sonderpreis. In der blauen Herzenfamilie sind Kinder und Erwachsene Partner und hören einander zu. In den ersten 2 Jahren werden auf der Brücke der Herzen 22 Fliesen eingelassen. Kinder benennen Künstler wie Hermann van Veen, Rolf Zukowski, Reinhard Lacomi und Gerhard Schöne, deren Fantasie den Alltag aufbuntert. Sportler wie Katharina Witt, Franz Beckenbauer, Michael Preetz, Frank de Boer, Conny Poners, Ingo Schneider, deren Leistungen anspornen. Wissenschaftler und Autoren wie Professor Stephen Hawking und seine Tochter Lucy, die mit ihren Forschungen und Büchern Entdeckungslust wecken. Institutionen wie der Zoo Berlin mit Eisbär Knut, die sich für eine gesunde Umwelt engagieren. Redaktionen wie die vom Sandmännchen, von Radio Teddy und vom Stendaler Fernsehen, die in ihren Sendungen die Welt erklären. Gemeinschaften wie das Eurocamp Güntersberge und das Sondesa Every Youth Camp und die City Stiftung Berlin, die Kinder unterschiedlichster Kulturen zusammenführen. Unternehmen wie Air Berlin, Berlin Chemie, die BSR und das Park Center Treptow, die Kindereinrichtungen helfen. Erstes Weltbotschaftskind der Brücke der Herzen wird die Treptower Schülerin Sarah. Von Anfang an begleiten Medien Theos Aktionen. Partnerschaften entstehen. Durch das Programm von MDR1 Radio Sachsen-Anhalt kleckst Theo seit 15 Jahren. An seinen Malaktionen nehmen jährlich 10.000 Schulanfänger teil. Blaue Herzen werden erstmals am 29. Februar 2000 in der ZDF-Sendung Der geschenkte Tag vergeben. In diesem Zusammenhang entsteht im Generalanzeiger Sachsen-Anhalt die Blaue Herzen-Seite. Seit 8 Jahren abenteuert Theo einmal wöchentlich durch die Zeitung. Theos Magie begeistert.
Künstler wie der britische Komponist Mark Waddell und der New Yorker Entertainer Gordon Gatherer werden zu Botschaftern in ihren Heimatländern. Mit Gordon Gatherer reist Theo an den Broadway. Als erstes übernimmt 1993 Angela Merkel als Bundesministerin für Frauen die Schirmherrschaft. Theo ist zum Kinderkanzlerfest nach Bonn eingeladen, wo ihn Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl persönlich begrüßt. 2005 besichtigen Theo Kinder anlässlich der Eröffnung der Brücke der Herzen das Bundeskanzleramt in Berlin. Und 2007 schickt Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen als Schirmherrin ein Grußwort. Die Brücke der Herzen befindet sich in einem beliebten Berliner Freizeitgebiet. Jährlich besuchen Millionen den Treptower Park. Am 15. September 2007 findet das erste Brückenfest statt. Gabriele Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Treptow-Köpenick, empfängt 200 der engsten Theo-Freunde im Rathaus. Kinder tauchen in Theos Reich der Fantasie und erleben als Höhepunkt die per Laser inszenierte Geschichte von der Suche nach dem blauen Land. Für einen Moment drängt sich jedem im Treptower Park die Frage auf, welche Chancen bietet unsere Gesellschaft Kindern? Die Berliner Brücke der Herzen setzt Zeichen für unsere Zukunft. Schreibst du in dein Tagebuch, ich bin verliebt.